Hey Annika und Maike, ich freue mich so, jetzt hier bei euch zu sein auf dem Birkenhof. Und ich gehe ja mit der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Und ich habe festgestellt, dadurch, dass wir zusammen die schamanische Ausbildung machen, dass wir da auch ganz oft die Frage hatten, wie kommen wir eigentlich in unsere Kraft? Und dass ihr mit eurer Pferdearbeit, jetzt zum Beispiel mit Heldenreise oder auch mit anderen Programmen, im Prinzip der gleichen Frage ganz tief nachgeht und euch auch Gedanken macht, wie wir in unsere Kraft kommen. Speziell jetzt in der Arbeit mit Pferden. Und da würde ich jetzt an euch übergeben, so, wie macht ihr das? Und was ist das Besondere dabei, das mit Pferden zu tun? Das ist eine große Frage. Ja. Ja, erstmal schön, dass du da bist. Und also ich bin überhaupt zu der Arbeit mit den Pferden gekommen über das eigene Erleben. Also ich bin ein ganz klassisches Pferdemädchen gewesen. Mich hat es immer zu den Pferden hingezogen und habe aber dann eher später, als ich schon erwachsen war, in einer Krise eigentlich gemerkt, wie viel Kraft einfach das Zusammensein mit den Pferden mir gibt, ohne dass ich überhaupt irgendeine Technik habe oder irgendeinen Kurs besuche oder so. Einfach dieses Zusammensein mit den Pferden und auch das Zusammensein mit den Pferden in der Natur. Das an sich hat mir schon Kraft gegeben. Und dann bin ich auf die Maike gestoßen, hier auf dem Birkenhof. Und durch dich habe ich eigentlich erst die Arbeit an sich kennengelernt und habe es dann von der Pike auf gelernt, sozusagen. Und habe dadurch eigentlich erst auch die Hintergründe dann erfahren. Also ich bin wie Maike und ich bin Pferdemädchen, was einfach älter geworden ist. Also ich habe als Kind die Liebe zu Pferden gehabt und bin davon einfach nie weggekommen. Ich bin immer bei den Pferden gewesen. Fand es in meiner Jugend oder jungen Erwachsenenalter sogar viel schwieriger mit Menschen als mit Pferden. Also habe eigentlich meine ganze Kraft im Pferdebeisein gekriegt. Also ich habe Stunden in Pferdeställen verbracht, in Pferdeboxen mit Mistgabeln, mit Pferden. Habe bei Pferden draußen gezeltet, also bin einfach Natur- und Pferdemädchen und war natürlich voll begeistert, das irgendwann noch zu meinem Beruf machen zu können. Also ich bin immer geritten und habe dann irgendwann eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und habe dann die Pferde, die Jugendlichen mit psychischen Krankheiten mit zum Pferd genommen und war so begeistert, was die Pferde mir rückgemeldet haben zu den Klienten und wie die Klienten bei den Pferden aufgeblüht sind. Und bin dann einfach, weil für mich war dann völlig klar, ich muss das beruflich machen und zwar richtig und nicht nur ab und zu mal, sondern ja, so richtig. Und dann habe ich Ausbildung als Reittherapeutin gemacht und mir ein zweites Pferd gekauft zu meinem eigenen und habe dann angefangen mit Reittherapie und bin dann über das Coaching mit Pferden, die Heldenreise, immer tiefer eingestiegen in diese wunderbare Arbeit, wie Pferde den Menschen dazu bringen, in seine ganze Kraft zu kommen. Und es geht über ganz viel Freude, Leichtigkeit und über Herausforderung. Also sie fordern auch gar nicht. Also Pferd zu führen ist extremste Arbeit, es ist viel Kraft, es braucht viel Präsenz, wo man an sich arbeiten kann, aber wenn man das schafft, wird es plötzlich ganz leicht. Und das ist eigentlich das, wenn die Leute das beim Pferd erlebt haben, merken sie das manchmal auch im Leben, dass sie gemerkt haben, boah, wenn ich ganz in meiner Kraft bin, wenn ich so präsent bin und hier stehe und sage, hier stehe ich und ich gehe nicht zur Seite, das klappt ja auch bei meinen Kollegen. Oder ein Kind, was das erste Mal galoppiert ist und dann auf dem Pferd sitzt und strahlt und kommt nächste Woche und erzählt, ich habe mich sogar im Matheunterricht gemeldet. Sag ich, ey, und wie war's? Ja, ich habe gedacht, wenn ich galoppieren kann, dann kann ich doch auch mal in Mathe reden, oder? Also so ganz einfache Verknüpfungen, die die Menschen dann hinkriegen. Und es ist so toll zu begleiten und zu sehen, wie die Pferde das fördern und fordern. Und das ist meine tiefste Leidenschaft. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, das ist diese Freude. Also das ist auch was ich bei den Pferden und ich arbeite ja mit Kindern und Pferden viel. Was ich immer erlebe, ist, die Kinder kommen oft so müde und gestresst, auch von der Schule und vom Alltag.
Und in dieser einen Stunde, die sie in der Gruppe mit den Ponys zusammen sind, da passieren so viele lustige Sachen. Also wir lachen so viel und die Pferde machen irgendwelche Sachen, über die man sich einfach kaputt lachen kann. Und das ist wieder was, was so erdet und einen so zu sich selber bringt, dass die immer wirklich aufgefüllt und gekräftigt und energetisiert eigentlich nach Hause gehen. Also diese Freude ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, man merkt es ja auch bei euch, wenn man euch sieht mit den Pferden, wie viel Freude das macht. Und ich erinnere mich, letzte Woche bei Führen und Folgen habe ich ja mitgemacht. Ich glaube, wir haben die erste halbe Stunde auch dauergelacht fast, ne, bei den Übungen. Ja, weil es bei den Pferden eigentlich, oder so wie wir es auf jeden Fall machen, nicht darum geht, etwas richtig zu machen oder besser zu sein oder so, sondern eigentlich wirklich in dem Moment mit den Pferden in Verbindung zu gehen. Und ich glaube, das ist diese Leichtigkeit, dass wir sind so darauf getrimmt, irgendwie Leistung zu vollbringen. Und das ist hier halt einfach anders. Und das ist das, was irgendwie ich schätze, was die Kinder schätzen und ich glaube, deine Klienten auch. Und das Einzige, was vielleicht einen zur Leistung anspornt, ist das Ziel, was man sich selber setzt. Also wenn ein Kind kommt und sagt, oh, ich will galoppieren oder ich möchte jetzt mal irgendwie ohne geführt zu werden zu reiten, dann ist es was, was aus ihm selbst kommt. Und das ist dann wieder eine andere Art von Ziel oder von Leistung, wo wir sie dann dabei begleiten können. Ja, ich glaube, es ist viel... Das eine bei sich sein, also man kommt bei den Pferden und in der Natur unheimlich schnell zu sich und zur Ruhe. Die Pferde, also wir haben eine Pferdeherde, also wir halten unsere Pferde hier zusammen, das sind 5 Pferde und wir achten total drauf, dass die gut zusammenleben, dass die ihre Herdenstrukturen leben können, dass die ihre Gemeinschaft leben können, weil Pferde einfach soziale Tiere sind. Und wenn die gesund in ihrer Struktur zusammenleben, dann laden die einfach uns Menschen ein, Teil dieser Herde zu sein. Und das ist so was Schönes, wenn man merkt, wie man in der Gemeinschaft zusammen sein kann. Also es muss jeder ganz bei sich sein und man verbindet sich dann und dann gleichen die Pferde manchmal Energien aus oder sie provozieren manchmal, bis man sich irgendeiner Energie bewusst wird. Und dann ist es total schön, die Menschen zu sehen, wie sie zu sich kommen, in ihre Kraft kommen. Und über die es ist eigentlich die Verbindung. Es ist ein zur Ruhe kommen und in Verbindung kommen gleichzeitig. Und das leben die Pferde permanent vor. Und wir brauchen nur andocken. Das ist das Nette da dran. Ja, das ist ein großes Geschenk, was sie uns da machen. Und wir sind ja auch ein Verein hier auf dem Hof. Und wir haben den Verein gegründet mit dem Ziel, als Menschen so miteinander zu agieren, wie die Pferde miteinander in der Herde agieren. Und das hat sich herausgestellt, dass es zwar am Anfang eine schöne Idee war, aber dass es gar nicht so einfach ist, weil wir Menschen ja doch irgendwie unsere Vorstellung haben, wie das zu sein hat oder wie man Schwierigkeiten auch Konflikte miteinander zu lösen. Und es hat dann wirklich einige Jahre gedauert, bis jetzt wir hier eine Menschengemeinschaft sind, die jetzt, würde ich sagen, tatsächlich wie eine Pferdeherde agieren, wo wirklich jeder auch so seins macht und man kommt zusammen und freut sich dann, wenn man sich sieht oder auch wenn es Konflikte gibt, dann werden die ausgetragen, dann wird es aber auch wieder fallen gelassen, da gibt es nichts Nachtragendes. Wir respektieren die Räume voneinander und haben aber trotzdem so ein gemeinsames Ziel, nämlich die Pferde hier so zu versorgen, wie wir das tun und miteinander und mit den Pferden auch zu wachsen. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen? Dass wir die Pferdeherde als Vorbild nehmen, genau, wie eine Menschengemeinschaft funktionieren kann. Und jetzt, also das war wirklich kein einfacher Prozess, aber jetzt sind wir tatsächlich da angekommen. Und das ist natürlich was, wo einfach auch Menschen, die dann zu uns kommen, neu zu uns kommen, sehr von profitieren können. Und ich glaube, das ist auch wirklich was man schnell merkt, dass das ein kraftvoller Ort ist, wo man andocken kann und dann auch wieder gehen kann. Also das ist ganz oft die Rückmeldung von den Menschen, die zu mir kommen, in Gruppen oder in der Therapie, die wirklich sagen, ja, ist ein bisschen wie das Paradies. Also die sich so wohlfühlen und hier einfach
ja, für eine Stunde, zwei Stunden Teil der Herde sind oder für ein ganzes Seminar. Der passt nur, eigentlich gut auf. Pass nur auf die Kamera auf und empfehle. Ist der Einzige, dem ich zutraue, dass er sie nicht umschmeißt. Das stimmt. ja, und es ist einfach total toll. Und also sagen wir es mal so, Pferdehaltung ist so anspruchsvoll, weil die Pferde täglich versorgt werden müssen, gemistet werden müssen, dreimal am Tag gefüttert. Also es ist einfach viel, viel körperliche Arbeit. Wir haben uns da zusammengetan, waren manchmal mit drei Leuten, und manchmal jetzt zu zweit mit Pferdebesitzern, aber wir haben ein super Helferteam, also wo hier Leute andocken, uns unterstützen, begleiten. Also wir haben nächstes Wochenende zusammen einen Workshop in der Schweiz, wo wir beide weg sind. Und, aber unser Helferteam hier die Pferde versorgt und wir wissen, die sind in guten Händen, weil wir einfach so eine nette Gemeinschaft sind. Also, und das ist ja langer, mühevoller Aufbau und jetzt haben wir die Früchte eigentlich. Also wir wissen, wie man wirklich Gemeinschaft lebt. Ja, das haben sie uns beigebracht, die Pferde. Ist das das Besondere, würdet ihr sagen? Also mir ist vorhin noch aufgefallen, dass ihr gesagt habt, bei eurer Arbeit geht es nicht so arg darum, was richtig zu machen. Wo ich mir vorstellen könnte, dass das Menschen total entspannt, weil wir sonst so wahnsinnig drauf gepolt sind, Dinge richtig zu machen in der Schule, bei der Arbeit oder auch im Kontakt mit Freunden in der Familie. Dieses nicht anecken und wir dadurch, glaube ich, auch ganz oft vergessen, wer wir sind oder vielleicht nicht ganz authentisch. Also das ist was, das Pferde unglaublich einfordern. Die wollen wirklich wissen, wie du bist. Die wollen, dass du dich so zeigst, wie du gerade jetzt da bist. Und ob das jetzt traurig, wütend, fröhlich, überdreht, wie auch immer ist, das ist ihnen wichtig. Und dazu musst du ja erst mal selber eigentlich spüren, wie bin ich gerade da. Und das ist ein Lernprozess. Also das dauert auch, bei manchen Menschen kriegen das schneller hin, bei manchen dauert es länger. Und das ist was, wenn das dann so ist, ist es wirklich sehr, sehr entspannend. Da kann man reinkommen und einfach irgendwie alles fallen lassen. Und sie fordern es auch ein, dass man es lebt, also das, oder dass man es den anderen zumutet. Also wenn jemand wirklich traurig ist oder wirklich wütend ist, ist es für die Pferde wichtig, dass man das auch zeigt, lebt, sich dessen bewusst wird und dass man einfach das Gefühl durch sich durchfließen lässt und dann geht es auch wieder. Also das bringt sie einem wirklich bei. Bei der pferdegestützten Arbeit gibt es den Spruch, zurück zum Grasen. Also ein Pferd, was in einer stressigen Situation ist, das reagiert total schnell, instinktiv, absolut authentisch. Das spult die Energie hoch, fährt kurz hoch, tut, was getan werden muss. Das heißt, wegrennen, das kann ein Angriff sein, es kann eine Grenze klarsetzen sein. Und sobald es erledigt ist, macht es, stellt sich hin und frisst weiter. Also das bleibt nicht in diesem Gefühl drinne. So, wenn der Wolf kommt und sie weggerannt sind, dann fragen sie, hast du gesehen, wie ich da weggerannt bin und da hast du das und der hat das gemacht und das. Sondern wenn der Wolf kommt, wird weggerannt und wenn er weg ist, entspannt man sich sofort wieder. Dann kann man wieder Gras essen. Dann geht man wieder grasen. Also man verbringt nicht noch die nächsten 3 Stunden damit, das Ganze zu analysieren und sich nochmal anzuschauen und zu hören und wie könnte man, sondern, und das bringen sie auch uns Menschen bei. Also wenn man viel mit Pferden ist, dieses authentisch sein, das unliebsame Gefühl wahrnehmen, dem anderen auch zumuten. Also auch wenn wir zusammen den Stall hier betreiben, da gibt es ja auch manchmal, dass wenn wir zu gleichen Zeiten Bedürfnis haben nach Rückzug und wir merken, es klappt nicht, weil einer muss sich ja kümmern. Also einer muss heute rausfahren und wir können nicht beide frei machen. Ne? Dann müssen wir das kurz klären, dann guck mal, wer braucht es gerade am nötigsten und dann machen wir es so. Und dann braucht man nicht mehr drüber reden. Also weil alles andere verbraucht mehr Energie. Also sobald es da Uneinigkeiten gibt, geht es darum, zack, schnell lösen, die Bedürfnisse aussprechen, gucken, eine Lösung finden und keine Energie mehr damit verbringen. Nicht mehr gucken, wie man es umändern muss, sondern zack. Das ist überhaupt auch so ein Punkt, den ich bei den Pferden so liebe. Man sagt, Pferde sind Energiesparer, weil die natürlich ihre Energie aufsparen müssen, wenn sie wirklich tatsächlich fliehen müssen. Dann ist das ja überlebenswichtig, dass sie wirklich genügend Energie haben, irgendwie um zu fliehen. Und das ist was wir Menschen uns im Grunde auch
kopieren können, weil wir ja unglaublich viel Energie damit verbringen, Dinge zu überlegen, durchzudiskutieren, zu besprechen, dieses und jenes, irgendwelche Eventualitäten durchzuspielen und dann wirklich eigentlich zu gucken, was ist denn jetzt gerade? Was ist jetzt gerade und was ist jetzt notwendig und das zu machen und alles andere einfach sein lassen. Das kann man später machen, da kann man sich darum kümmern, wenn es notwendig ist. Das ist auch so eine, ganz kurz noch, so eine Übung, die ich mir mit den Kindern total gerne mache, wenn die auch so völlig überdreht irgendwie in die Gruppen kommen. Dann sage ich, okay, wir machen jetzt hier ist die Pferdewelt, wir machen jetzt Pferdesprache. Reden Pferde? Nee, okay, wir reden jetzt einfach mal nicht. Und dann ist eine halbe Stunde, wird einfach schweigend geputzt und wenn wir ganz wichtige Fragen sind, klar, dann können sie kommen und irgendwie fragen. Aber das ist mittlerweile so, dass sie das so genießen, einfach wirklich in diese Ruhe zu kommen, in dieses Nicht-Reden, Nicht-Denken, Nicht-Machen, einfach in sowas Meditatives reinzurutschen. Fällt mir noch ein bei Ruhe und Energiesparen. Und ich würde sagen, und wenn gehandelt wird, dann wird richtig gehandelt. Also nicht lange rumüberlegt, sondern, also auch wenn die Pferde Streit haben, dann schlagen die schon nacheinander aus und dann geht's auch kurz ab. Und das sind aber ganz kurze Klärungen. Und die sind dann sehr intensiv und danach ist es ausdiskutiert. Also, das heißt, wenn man in eine Diskussion auch mit dem Pferd geht, geht's nicht drum, 2 Stunden an dem Pferd rumzuzerren und zu sagen, jetzt mach doch mal bitte, sondern ich sage, ich möchte gerne, dass du gehst. Und dann sagt das Pferd, nö, ich habe keine Lust. Und dann überlege ich noch, wie wichtig ist es mir, wie wichtig ist das Pferd, muss es sein? Und wenn ich sage, ja, muss sein, dann sage ich, und jetzt gehst du auf. Und dann setze ich da auch alle meine Energie rein und eiere nicht lange rum. Und dann weiß ich, ich fahre einmal hoch und danach kann ich wieder entspannen. Und dann ist es zwischen uns, also es geht nicht auf die Beziehungsebene. Das bleibt völlig Energie, auf der Energieebene. Ich fahre kurz Energie hoch, das Pferd sagt, ja, okay, dir scheint es echt wichtig zu sein. Ja, gut, geklärt. Und dann brauche ich da nicht länger rum diskutieren. Also dieses ganz reingehen und ganz rausgehen. Die Kraft auch gezielt einsetzen. Ja. Das kann man auch sehr gut. Ja, und auch die eigene Kraft nicht verleugnen. Also das passiert ja in unserer Gesellschaft auch oft, dass man gelernt hat, sich sozial konform anzupassen oder nicht zu viel zu sein, da nicht zu wenig, da das. Und wir werden hier, wenn es dran ist, ganz rein. Also, ja. Und wenn es erledigt ist, kannst du in die Entspannung. Ja, da fallen jetzt 2 Sachen rein. Einmal, dass du gesagt hast, es geht nicht auf die Beziehungsebene. Mhm. Das finde ich total spannend, weil sonst rutschen ja Konflikte, sag ich mal, schnell ab und belasten auch die Beziehungsebene. Und, weiß nicht, das andere noch, was du gesagt hast, mich jetzt gerade überlegen. Da habe ich jetzt den Pfad verloren. Vielleicht mit dem in die Kraft gehen. Ja, Dinge genau klären, dieses. Durchsetzen, ja, genau dieses, dass man sich eben gesellschaftskonform so oft zurücknimmt und nicht ganz da ist oder sich auch nicht traut, voll da zu sein oder ganz oft auch gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich, wenn ich voll da bin, ne? Weil wenn ich das nicht weiß, also ich brauche ja auch den anderen Part, um zu wissen, wo bin ich jetzt gerade. Also das machen wir, also wir üben das mit Menschen hier. Wir haben ja einige Gruppen für Erwachsene zur Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden oder Fortbildung in die Richtung. Und da sind es genau die Themen, dieses Rausspüren, wer bin ich, was ist mein Thema, was ist gerade dran, was ist mein Gefühl. Und dann auch zu gucken, wie lebe ich das. Und da sind die Pferde einfach wunderbare Spiegel. Weil in dem Moment, wo du es hast, wird es ganz leicht. Und in dem Moment, wo du es nicht hast, wird es mit Pferden anstrengend. Also wir nehmen dann sofort, wir arbeiten das mit den Leuten eigentlich vorher mit Übungen raus und dann spiegeln die Pferde, ist es das oder ist es das nicht? Bist du schon da oder noch nicht? Und wenn dann jemand sagt, aber oder ich traue mich nicht, meine Wut zu leben, dann probier mal ein bisschen, dann kommt so ein klein bisschen. Für die Menschen ist das schon ganz viel, aber das Pferd sagt, das ist noch lange nicht alles, was du kannst. Dann sage ich, okay, geh mal ein bisschen weiter rein. Und dann hat es was Spielerisches. Und dann kann man das einfach beim Pferden mal üben. Ohne, dass es Drama irgendwie ist. Und dann sind die Leute völlig überrascht, wie viel Gefühl so ein Pferd aushält. Es ist ganz oft deswegen, ja, aber ich will dem Pferd nicht meine ganzen schlechten Gefühle zumuten. Also das ist ganz, Satz, den ich oft höre, dann sagen, hey, stopp, die Unterscheidung zwischen schlechten und guten Gefühlen ist eine Menschenentscheidung. Für ein Pferd gibt's nur ein Gefühl. Das ist nie gut oder schlecht. Und für Pferde sind Gefühle wie Angst oder Wut total wichtig. Also Angst ist ein Gefühl, was dir sagt, bring mich in Sicherheit. Das ist wichtig zu gucken, welche Gefahr bist du ausgesetzt.
ist dein Körper in Gefahr, ist dein Denken oder dein Weltbild in Gefahr oder und dann musst du es in Sicherheit bringen. Oder wenn du merkst, es ist dein Weltbild, musst du vielleicht nicht in Sicherheit bringen, sondern dann geht es darum, dich auf ein neues Weltbild mal einzulassen. Dann ist nur dein Denkmuster in Gefahr, aber nicht dein Körper. Also insofern ist das ein total wichtiges Gefühl und keins, was man wegmacht, sondern eins, wo man lernen muss, mit umzugehen. Ja, ich glaube, was dabei auch wichtig ist oder ein Unterschied ist zu anderen Settings, was du gesagt hast, ist, dass Pferde unmittelbar reagieren und ja auch authentisch reagieren. Mhm. Also, dass du dir sicher bist über die Rückmeldung, die du bekommst vom Pferd. Ne? Ja, und sie ist nicht wertend. Also sie ist nicht nach menschlichen Wertemaßstäben. Und wenn ein Pferd eine Rückmeldung gibt, dann guckt es nicht, will ich den jetzt eine reinwürgen oder was sie auch machen, wo sie nicht nachgucken. Sie gucken nicht, welche Position hat der. Mhm. Also ich hatte gestern eine Frau in der Reittherapie, die ist wegen Depression da gewesen und die hat so toll mein Pferd geführt, dass das Pferd ihr gefolgt ist. Und dann habe ich gesagt, du hast Führungsqualitäten. Und da war sie völlig baff, dass sie das hat. No. Ich gesagt, aber das Pferd erkennt es an, wie nett du es führst. Und sag ich, manchmal kommt irgendein Manager, der die Position hat, aber der die Qualitäten gar nicht hat. Und das Pferd meldet ihm zurück, warum sollte ich dir folgen? Du bist doch gar nicht in deiner Energie, du bist gar nicht in deiner Kraft. Was soll das? Du tust ja nur so. Also wir Menschen haben da Positionen in unserem Organigramm, in unserer Firma. Aber für ein Pferd ist das, was strahlst du wirklich aus, das Relevante. Und das spiegeln sie sofort zurück. Und ja. Cool. Ja. Und meisten Menschen fällt es viel leichter, so eine Bewertung oder eine Rückmeldung vom Pferd anzunehmen, als von einem anderen Menschen. Also die Pferde melden oft ziemlich heftig zurück, also sehr intensiv und auch oft, also bringen einen auch dazu, dass man lange in einem doofen Gefühl bleibt, also was man vielleicht gerade nicht haben will. Franz bricht gerade nur an. Kein Pferd, was gerade in Stelle bricht. Also jetzt habe ich den Faden verloren. Die Pferde bringen dich dazu, lange in einem unangenehmen Gefühl zu bleiben. Ja, sie erlösen dich nicht. Also wo ich als begleitende Therapeutin schon denke, oh Pferd, jetzt mach's mir nicht so schwer, jetzt gib ihm mal ein Erfolgserlebnis, das Pferd, nö, es ist noch nicht da. Also da tut es mir manchmal schon leid. Und die Pferde sagen, es ist noch nicht da, muss ja noch lernen, mit umzugehen. Also die fordern es auch heraus, bis es gut ist. Und dann kippt das Ganze wirklich ganz schnell und es wird ganz leicht. Und das ist schön für die Leute, wenn sie das merken und sie nehmen das vom Pferd, die Rückmeldung, echt auch viel besser an, als wenn Menschen zurückmelden. Also was ich auch gelernt habe mit den Pferden, ist so dieses das Vertrauen in den Prozess reinzugeben, das Vertrauen in die Rückmeldung des Pferdes, weil die so klar zurückmelden, wenn der Prozess zu Ende ist. Und das macht es dann auch so leicht, einfach leicht, die Arbeit mit den Pferden, weil ich nicht selber jetzt als Begleiter irgendwie mir überlegen muss und mir irgendwelche Strategien überlegen muss und entscheiden muss, sondern ich kann da einfach mit den Reaktionen des Pferdes mitgehen und es passt immer. Also das ist schon total faszinierend. Und es ist auch wieder was kraftvoll ist. Also ich komme da jetzt echt, ja, sehr kraftvoll. Ja. Ja, dann ganz lieben Dank euch beiden. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das wird es für euch rund machen? Sonst haben wir nachher gleich noch ein bisschen die Möglichkeit, dass ihr mit den Pferden noch was macht oder zu den Pferden noch was sagt. Der Prozess ist fertig? Ja. Ich glaube schon, ja. Der Wandel ist gegangen. Wandel ist gegangen. Franz ist gegangen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Die Pferde ist gerade gut. Hey, super. Ganz lieben Dank, ja, Annika schön. Und Maike. Ja, Sabine. Danke auch euren Pferden. Mhm. Ja, die sind toll. Ja. Ja, vielleicht ist es ist so eine Gnade, mit den Pferden zu arbeiten. Also ich bin so dankbar. Also dankbar für die Annika, dass wir das hier zusammen machen und dass wir die Arbeit mit den Pferden
Also, dass es uns so wichtig ist, dass es unseren Pferden gut geht und wir alles danach ausrichten. Und dass die Pferde einfach uns dabei begleiten. Also, es ist so eine kleine Oase, mit der im Rücken man ganz viel wagen kann. Mhm. Also, die echt viel Kraft gibt. Und ja, einen immer wieder dazu bringt, auch über sich hinaus zu wachsen. Also, es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist echt viel Arbeit. Vor allem im Winter und im Herbst. Ja, mit Schlamm und Schubkarren. Also es ist nicht so einfach, aber es ist wert. Ja. Ja, es ist es wert, sagt es vielleicht auch. Mhm. Und es ist vielleicht auch wert, sich auf den Weg zu machen. Ne? Mhm. Ja. Ja, es gibt echt keine besseren Begleiter als Ponys. Danke. Danke.